Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus Jogisfelden. Ihr habt es jetzt gerade vielleicht euch schon gedacht, ja, die Isa hat es geschafft. Ich habe endlich die Gülle weggebracht. So, dann ist nämlich unsere Düngerproduktion auch wieder im Gang. Was ja vielleicht nicht so ganz unwichtig ist, ne? Ja, was habe ich noch gemacht in der Zwischenzeit? Ich habe Ballen gepresst und das seht ihr auf der linken Seite. Ich war ganz, ganz fleißig. Ja, 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 ja. Und heute machen wir was, was ich am Freitag schon unter einen Kommentar vom lieben Lutz geschrieben habe. Heute kümmern wir uns um das nächste Vieh auf unserer Map. Und zwar sind es die Hühner. Das hatte ich ja schon vor langer Zeit mal gesagt, dass ich das total doof eigentlich finde, dass auf den meisten Maps, ich muss es ja so formulieren, die Hühner eher so ein Beiwerk sind, ne? Also ich bin jemand, der in den allerseltensten Fällen mal losrennt, also eigentlich gar nicht, und Eier verkauft. Ja, das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Deshalb hat mir so ein bisschen die Alternative gefehlt, zu sagen, ach, ich möchte gerne Hühner züchten. Na, ich meine, unsere Kühe, unsere Schweine, unsere Schafe, alle vermehren sie sich, nur unsere Hühner nicht. Die bleiben, wie sie sind. Und das ist ja für mich nicht so im Sinne des Erfinders, denn wir haben ja die Hühner, also nutzen wir die auch. Und das machen wir heute mal. Jetzt werde ich nur meinen schönen Wasserhänger, Wassergülle, sonst was Hänger, wieder zurückbringen. Dass der dann schon mal wieder da steht, wo er stehen soll, nämlich am Wasseranschluss. Zack. Und dann werde ich mir schon mal meinen kleinen Anhänger dran basteln hier. Denn den brauchen wir gleich. Ja. Also das ist im Endeffekt eine komplett relativ neue Mod. Und zwar ist das die Hühnerzucht mit dem Legehennenpaket. Und zwar kommt das von der LS Mod Company. Die hauen ja im Moment doch das ein oder andere richtig coole raus, muss ich mal sagen. Wobei ich es auch nicht übertreiben will hier auf der Map, ne? So. Ich habe natürlich noch was Neues platziert, aber dazu, ups. Eventuell etwas später mehr. Warum? Jetzt hat er das wieder? Warum? Bin ich schon wieder zu schief? Ach, Kinders. So war das nicht geplant. Nee, das passt immer noch nicht. Ach ja, Gott, noch eins. Hätte ich es mal vor der Aufnahme gemacht. Nein, ach Gott. So, jetzt aber. So, den lassen wir jetzt hier stehen. Ruhig an. Und dann laufen wir mal zu unseren Hühnchen. Denn da ist der Ort des Geschehens, ja? Also wir könnten theoretisch neu platzieren, aber machen wir nicht. Und dann machen wir erstmal unser Handy auf leise, weil nervt, ne? So, und zwar müssen wir in die platzierbaren Objekte und da suchen wir uns hier das raus, der offene Hühnerstall. Das, was wir brauchen. Dieses Gebäude befindet sich innerhalb der Zaunlinie ihres Hühnerstalls. Und die Hühner produzieren nun Eier, wenn sie Futter oder Wasser haben. Zusätzlich ist Stroh erforderlich, um Hühner zu züchten. Hühner produzieren entweder Eier oder brüten sie aus. Das heißt, wir können sagen, entweder wir möchten die Eier haben oder wir züchten Hühner. Was ja denn eher unser Ziel hier wäre. Das ganze Teil ist dafür da, wenn man zum Beispiel gar keinen Hühnerstall hat oder der Platz ist zu eng, ne? Das Problem haben wir aber nicht. Dann brauchen wir hier offensichtlich diese Schildchen, Hühnerstall-Lieferträger. Ja, wir müssen ja auch irgendwo unsere Hühnchen abgeben. Und dann brauchen wir natürlich noch den Hühnerhändler, weil der ist ja nicht verbaut, ist ja völlig klar, weil sonst können wir unsere Hühner ja nirgends loswerden. Also sind das die Dinge, die wir brauchen. Und wir fangen hiermit an und bewegen uns mal so ein bisschen dahin, wo wir es eventuell gut platzieren können. Andere Richtung. Setzen wir es vielleicht hier so ran? Wie rum muss denn das? Muss das so rum? Nee, eigentlich eher andersrum, oder? Weil die Anlieferung sollte ja denn schon draußen sein.
Und ja, jetzt könnte man sagen, oh, das ist schlecht, weil da das Silo ist, aber ist mir egal. Man fährt ja nur dran vorbei. Na? Ich würde sagen, so machen wir das. Dann haben wir nämlich die Anlieferträger draußen. Und jetzt sehen wir schon die Meldung. Sie haben bereits eine solche auf der Karte. Ja. Deshalb wollen wir auch gar keine weitere setzen. Dann setzen wir gleich mal unseren Hühneranliefertrigger. Den würde ich nämlich jetzt mal hier hinsetzen. Die Frage ist nur, wie rum? Ich glaube, andersrum war schon richtig, wa? Na, packen wir dahin, jawohl. So, haben wir dieses. Dann brauchen wir noch den Hühnerhändler. Und den packen wir natürlich nicht hier, ups, nicht hierhin auf unseren Hof, sondern zum Viehhändler. Also fände ich jetzt sehr einleuchtend, muss ich mal so sagen. Und der müsste ja hier so sein. Hier ist unser normaler Händler. Und hier können wir unsere Tierchen kaufen. Hallo. Hier. Warte mal, jetzt drehen wir mal so ein bisschen die Kamera. Und ja, wo ist der Trigger? Da ist der Trigger. Dann setzen wir den hier hin. Zack. Und schon können wir auch Hühnchen kaufen. Also alles tutti paletti, ne? Sehr schön. So, dann gucken wir uns das ganze Spiel doch mal an. Dann haben unsere Hühner nämlich schon mal eine Funktion. Süße, steht ja schon richtig. Ja, nichts drin, wa? Verdammt. So, dann machen wir mal unser Hut an. Eierkorb leer, ja, möchte ich auch gar nicht. Ich möchte nämlich, also ihr seht, Eierlegen Standard und Hühner züchten. Eierlegen Korb, da könnt ihr nämlich die Nachbarskinder, ja, die möchten dann, glaube ich, weiß gar nicht, 3% des Anteils haben. Dann legen die euch die Eier hier in diese Wanne rein. Oder halt, ja, das Übliche. Ich möchte züchten. Das heißt, jetzt brauchen wir nämlich unser Wägelchen. Deshalb habe ich das hier auch so schön schon nicht vorbereitet. So, und dann geht's los. Dann brauchen wir nämlich ein bisschen Stroh und ein bisschen Weizen, den ich hoffentlich habe. Na. Stroh. Start. Naja, ich glaube, das sollte schon reichen. So richtig viel brauchen wir davon gar nicht. Es sind ja nur ein paar Hühnchen. Und dann haben wir auch gesehen, wir haben 24 Hühner. Denn die sind standardmäßig wohl hier verbaut. So wie ich das in der Mod-Vorstellung gesehen habe. Und ja, daraus machen wir jetzt einfach mal ein paar mehr, ne? So, da müssen wir mal gucken, welcher Trigger hier für was ist. Oh, da war schon ein Auskippen. Komm noch mal. Nein. War ja klar. Ja. Na, sag mal. Hier war kurz ein Auskippen. Das ist jetzt wieder der wunderbare Vorführeffekt. Halt. Wenn ein I kommt, dann kippt verdammt nochmal aus. So, dann haben wir schon für 6 Tage Stroh. Dann brauchen wir natürlich unser Wasserfass, was wir ja gerade schön weggebracht haben. Und als allererstes muss ich jetzt hier vielleicht mal gucken, ob wir überhaupt irgendwas Getreidiges haben. Ein Weizen. Sehr schön. Dann bringen wir unser Stroh weg. Fahren wir einmal im Kreis. So, das Schildchen ist richtig rum. Sehr schön. Ja, also mich freut diese Mod total. Denn, wie gesagt, die Hühner waren ja vorher wirklich so ein bisschen aufgabenlos. Man hat sich überhaupt nicht um sie gekümmert. Und so, ja, haben sie einen Sinn. Ne? Sind sie nicht nur Deko-Objekte? Weil, ich sag mal, für die Eier kriegt man jetzt ja nun auch nicht so überragend viel Taler, ja. Ist ja schon etwas, ja, eher mau. Und dementsprechend, ach halt, kann ich auch andersrum fahren. Und dementsprechend, ja,
Finde ich das eine gute Sache. Ich meine, für Hühner kriegt man auch kein Vermögen, ja. Also das auf keinen Fall. Aber man kann sich wenigstens um die Tiere kümmern. Und mal gucken, wie viele Tiere das hier in der nächsten Zeit so werden. Denn ich weiß nicht, wie viel die sich also reproduzieren. Ob es denn jeden Tag ein neues Huhn gibt. Oder alle 2 Tage. Das weiß ich nicht. Werde jetzt hier auch nicht spulen, weil das ja mein Spielstand ist. Und ja, dann bringt das mir wieder alles durcheinander. Das werden wir ja im Laufe der Zeit dann sehen. Start und Stopp. Sollte denn vielleicht auch schon reichen. Gucken wir mal. Dann suchen wir uns wieder einen Trigger. Na, hätte ich noch ein bisschen weiter rausstellen können, ne? Aber das kriegen wir schon hin. Fahren wir ganz langsam dran vorbei. Na schön. So. Aber guck mal, mit dem Stroh hat es da auch geklappt. Da werden wir jetzt wohl unser Getreide auch loswerden. Und nein, ich bin nicht gegen die Sämaschine gefahren. Das sah nur so aus. Naja, also, wenn ihr das Ding platziert, achtet ein bisschen drauf. Oh, da war's. Nochmal zurück. Ja, dann achtet ein bisschen darauf, dass ihr das Ganze so platziert. Nein. Na, jetzt fahre ich mal nochmal weiter. Vielleicht kommt ja nochmal ein I. So, jetzt habe ich. Also, ich bin wieder zurück. Ich habe jetzt ganz viel hin und her probiert. Wasser habe ich jetzt dran gekriegt, aber tatsächlich erst nachdem ich das hier neu platziert habe. Und jetzt versuche ich, weil ich ja diesen Körnermais-Anhänger. Nein! Ach, hier müsst ihr wirklich so langsam fahren. Auch nicht. Also das verstehe ich nicht. Ach so, Abkippseite links. Warte mal. Na, das war jetzt ja wieder schlau. Ich hoffe, das war nicht schon die ganze Zeit mein Fehler. Aber na gut, es kommt ja, die Meldung wird hier nicht angenommen. Ist nicht euer Ernst? Okay. Hat sie sich ja wieder schön blamiert, wa? Okay, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das bei dem Kleinen auch habe. Na gut, Knut. So, dann haben wir unseren Körnermais an die Hühner abgegeben. Jetzt werden wir nochmal den Rest mit Stroh wieder auffüllen. Können wir ja wieder unser kleines Wägelchen nehmen. Und dann können wir nämlich gleich testen, ob es denn tatsächlich daran lag. Weil sonst wäre es ja wieder so ein typisch Isar. So, den Schneidwerkwagen muss ich auch noch umplatzieren. Weil das möchte ich nämlich alles nicht mehr hier haben. So, dann gleiche Problem wie vorhin. Ja, nochmal Stroh. Und dann sind wir mit dem Thema durch. Und da bin ich echt gespannt, wie schnell die Hühner sich vermehren. Ja. Wobei das ja doch relativ schnell gehen sollte, denke ich mal. Start. Fertig. Mehr brauchen wir ja nicht. Seht ihr mal, hier gibt es gar keine Abladeseite. Also kann es daran nicht gelegen haben. So, das heißt, wo kommt jetzt das Stroh hin? In die Mitte oder nach außen? Ist hier vorne Wasser drin? Ja, ist ja denn eigentlich einleuchtend, ne? Hier vorne ist Wasser drin, ja. Da hinten ist der Körnermais. Also muss ja eigentlich in die Mitte jetzt das Stroh. Ne?
Also das erfordert tatsächlich Geduld, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht so ganz einfach. Vielleicht habe ich es auch tatsächlich falsch platziert. Ja. Kann ja alles sein. Also wirklich Geduld. Und dann klappt das auch. So. Dann machen wir hier mal den Motor aus und gucken, wie es bei unseren Hühnchen hier so ausschaut. Guten Tag, die Damen und der Herr. Du machst immer einen Lärm, also weißt du, ganz ehrlich. Ja, dann müssen wir hier mal unsere restlichen Eier noch aufsammeln. Dann können wir die nämlich auch mal verkaufen gehen. Ja, der liegt jetzt hier noch irgendwie, ja, ein Eichen, war etwas platt, aber macht ja nichts. So, dann haben wir hier unsere Legeboxen. Und da bin ich gespannt, ob wir denn im Laufe der Zeit dort tatsächlich Hühnchen drin sehen. Weil die müssen ja trotzdem Eier legen, um sich zu vermehren. Also es würde jetzt meiner Meinung nach logisch sein. Aber gut, schauen wir mal. Gut, ihr Süßen, mal wieder etwas leider chaotisch, aber gut, neu platzieren ist ja immer so eine Sache, ne? Und wehe, ihr werdet nicht bald mehr. Hahaha. Gibt es bald Hähnchenkeule en masse. Habe ich das jetzt laut gesagt? Entschuldigung. Ich mag Hähnchenkeule. Mit lecker Rotkohl. Na gut. Also, ach, seht ihr, das ist mir noch nie aufgefallen, dass hier so ein Ei rausgeschnitzt ist. Gut. Unsere platzierbare Mott in Sachen Hühner, sodass jetzt alle unsere Tiere dabei sind, sich zu vermehren. Das finde ich klasse, das finde ich super. Habe ich ja jetzt schon, glaube ich, schon mehrfach gesagt, macht aber gar nichts. Ich denke, so langsam aber sicher, ja, komme ich da so hin, wo ich gerne hin möchte. Ne? Finde ich eine gute Sache. Alles klar, ihr Süßen. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen traumhaft schönen Sonntag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.